Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Journal BW an diesem wunderschönen Donnerstagabend. Was heute für Schlagzeilen in Ihrer Region gesorgt hat, erfahren Sie in den nächsten 30 Minuten. Starten wollen wir mit diesem Thema. Im November 2015 beschließt der Baden-Württembergische Landtag einige Änderungen im Landesglücksspielgesetz. Demnach muss der Abstand zwischen den einzelnen Spielhallen 500 Meter betragen. Die Übergangsfrist läuft vergangenen Monat aus. Die Stadt Tuttlingen hat inzwischen einige Betreiber angeschrieben, die deshalb schließen müssen. In der Tuttlinger Innenstadt ballen sich in 11 Gebäuden Spielhallen mit 22 Konzessionen. Nach der neuen Abstandsregelung kommen sich diese gehörig in die Quere. Der Abstand wird Luftlinie von Eingangstür zu Eingangstür gemessen. Daher haben zum 30. Juni einige Spielhallenbetreiber Post von der Stadt bekommen. Sie müssen ihren Betrieb schließen. Entscheidend ist die Frage der Abstandsflächen zwischen den beiden Spielhallen. Und hier müssten wir jetzt eine Abwägung treffen, welche Halle das Recht hat zu bestehen. Es gibt gewisse Härtefallregelungen, da fließen Überlegungen rein, zum Beispiel welcher Besitzer hat in den letzten Jahren noch größere Summen investiert oder Ähnliches. Das Regierungspräsidium hat der Stadt einige solcher Kriterien für die Entscheidung mit an die Hand gegeben. Nach aktuellem Stand verlieren 8 Spielhallenbetreiber ihre Konzessionen. Welche Hallen schließen müssen, kann die Stadt aber nicht sagen. Denn Pressesprecher Arno Specht rechnet auf jeden Fall mit Gegenwind für die Entscheidung. Wir gehen mal davon aus, dass sich die Begeisterung das hier im Rahmen halten wird. Und wir gehen auch davon aus, dass die meisten gegen einen Bescheid, der eine Schließung mit sich bringt, klagen werden. Wir müssen bedenken, es handelt sich in vielen Fällen ja um Filialen größerer Ketten, die natürlich auch entsprechend juristisch aufgestellt sind und sicher die entsprechenden Mittel einleiten werden, mit der Hoffnung, dass sie dann weiter bestehen können. Er gehe davon aus, dass sich an dem momentanen Plan noch einiges ändern wird. Doch erstmal bleibe abzuwarten, welche Betreiber tatsächlich klagen. Ich gehe schon davon aus, dass uns das Thema noch eine Weile beschäftigen wird. Ziel des Landesglücksspielgesetzes ist es, die Spielsucht in Baden-Württemberg einzudämmen. Allein in Tuttlingen sind etwa 200 Menschen spielsüchtig. Ob die Schließung der Spielhöllen daran etwas ändern, zeigt sich wahrscheinlich erst nach einiger Zeit. Doch nicht nur in Tuttlingen ist Spielsucht ein Problem. Laut einer Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung haben sich rund 80% der 16- bis 65-Jährigen in Deutschland schon mal an einem Glücksspiel beteiligt. Welche Themen sonst noch wichtig sind, sehen Sie jetzt in den Kurznachrichten. Anklageschrift eingereicht. Gegen die Journalistin Meschale Tolu aus Neu-Ulm ist jetzt Anklage eingereicht worden. Das teilte der Solidaritätskreis Freiheit für Meschale Tolu unter Berufung auf die Anwältin der 33-Jährigen mit. Die Staatsanwaltschaft hat demnach wohl schon Ende vergangener Woche die Anklageschrift bei einem Gericht in Istanbul eingereicht. Was genau der inhaftierten Journalistin vorgeworfen wird, ist aber nach wie vor unklar. Ihre Anwältin habe noch immer keine Akteneinsicht erhalten. Die Anklageschrift sei unter Verschluss, heißt es. Jetzt entscheidet das Gericht über die Zulassung der Anklage. Wie berichtet, wurde die Deutsche vor rund 2 Monaten in ihrer Wohnung in Istanbul festgenommen. Präsident rückt Mitarbeiter in den Fokus. Gerhard Regele, Tuttlingens Polizeipräsident, will in Gesprächen ausloten, wo die Mitarbeiter ihre Zukunft sehen. Das sagte er gegenüber der Schwäbischen Zeitung. Einige Beamte hätten schon signalisiert, nach Konstanz zu gehen. Andere wünschen sich, in Tuttlingen zu bleiben. Am Dienstagnachmittag entschieden die Regierungsfraktionen im Stuttgarter Landtag, dass das Polizeipräsidium für die Region künftig nicht mehr in Tuttlingen, sondern in Konstanz angesiedelt sein soll. Abgasskandal wird größer. Der Autobauer Daimler ist wohl tiefer in die Affäre verstrickt als zunächst angenommen. Medienberichten zufolge sollen Vorrichtungen in über 1 Million Autos eingebaut worden sein, um Abgasmessungen zu manipulieren. Bisher war von knapp 250.000 manipulierten Autos die Rede gewesen. Daimler wollte die neuen Vorwürfe mit Blick auf das laufende Verfahren nicht kommentieren. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt kündigte heute an, die Verantwortlichen des Autobauers zum Gespräch einzubestellen. Gestern ist am Landgericht Ravensburg das Urteil im Messerstecherprozess gefallen. Wie das lautet, sehen Sie nachher bei uns. Bauen und Wohnen, diese Begriffe stehen für solides Handwerk, Individualität, Echtheit, Vertrauen, Innovation, Wohlfühlen und Lifestyle.
Und genau das spiegelt auch die Sendung Bauen und Wohnen wider. Ein Ratgebermagazin mit praktischen Tipps, aktuellen Trends und interessanten Einblicken. Bauen und Wohnen, schalten Sie ein. Ich freue mich auf Sie. Spätzlepresse, Motorsäge und Dübel. Diese drei Sachen haben alle eines gemeinsam. Wissen Sie es? Richtig, es sind alles Dinge, die Schwaben erfunden haben. Vielleicht reiht sich eines Tages auch der integrale Lawinenatemschutzhelm in die Liste ein. Die drei Tüftler aus dem Kreis Tübingen sind für den Arthur Fischer Erfinderpreis nominiert gewesen. Wintersportliche Aktivitäten im freien, ungesicherten Gelände werden immer beliebter. Doch mit einem müssen Freerider stets rechnen: einer Lawine. Im Ernstfall bleiben dem Verschütteten 15 Minuten, bis ihm die Luft unter der Schneedecke ausgeht. Um die Zeitspanne bis zur Rettung zu erhöhen, hatten diese drei Tübinger eine pfiffige Idee: den integralen Lawinen-Atemschutzhelm. In diesen Motorradhelm wurden in die Innenschale zwei Schläuche eingearbeitet: ein sogenannter Atemzuführungsschlauch und ein sogenannter Atemabführungsschlauch. Und die enden in einem Rucksack, in dem sich eine Druckluftflasche befindet. Sobald also eine Lawine im Anrollen ist, klappt der Freerider das Visier runter. Automatisch wird dann die Atemluftzufuhr aktiviert. So hat der Verunglückte etwa 45 Minuten Luft zur Verfügung. Mit diesem Prototyp sind die Schwaben für den Arthur Fischer Erfinderpreis nominiert. Ob es mit einem Preis gestern geklappt hat? Dazu später mehr. Die Idee zum Helm hatte Hals-Nasen-Ohrenarzt Georg Schmid. Er selbst ist leidenschaftlicher Skitourer. Bei der Entwicklung hat er sich dann kollegialen Beistand geholt. Auf 3-4 DIN A4 Blättern hat er mir so seine Idee dieses Atemschutzhelms ein bisschen skizziert. Und ich bin dann eben von meinem Beruf her als Anästhesist dann eben darauf sehr interessiert eingestiegen. Deshalb, weil ich mich mit Beatmung immer schon ein bisschen besser auskenne. 2 Jahre hat es gedauert, bis aus den Skizzen dieser Prototyp wurde. Im Moment sieht es noch nicht ganz praxistauglich aus, ist aber ja auch noch in der Entwicklung. So, jetzt ist der Moment für die drei Tüftler gekommen. Werden ihre Mühen mit dem Hauptpreis belohnt? Leider nicht. Der erste Platz und damit 10.000 Euro gehen an Jochen Benz und seinen Stirling-Motor, der aus Abwärme Strom erzeugt. Die drei Erfinder sind trotzdem stolz auf sich. Sie sind von insgesamt 99 Einsendungen unter die besten 10 gekommen. Wir freuen uns riesig über die Anerkennung, dass unser integraler Lawinenartenschutzhelm, kurz ILASCH genannt, so ausgezeichnet worden ist. Wir hoffen natürlich, dass wir bald jemanden finden, der in die Produktion einsteigt zur Marktreife. Ich möchte als alter Herr das selber noch genießen können, mit diesem System mich im alpinen Gelände bewegen zu können. Ja, dann bleibt für ihn nur noch zu hoffen, dass es am Ende auch wirklich klappt. Innovative Ideen, das ist aber nicht nur eine Angelegenheit für gestandene Tüftler. Es gibt auch die kleinen Helden, die große Taten vollbringen können. Mehr dazu jetzt im Nachrichtenblock. Kleine Helden mit großen Taten. Das ist der Name eines Ideenwettbewerbs des Umweltministeriums über Nachhaltigkeit, bei dem sich insgesamt 31 Kitas und Kindergärten aus Baden-Württemberg beteiligt haben. Die Gewinner wurden heute in Stuttgart bekannt gegeben. Zu ihnen zählt unter anderem auch ein Kindergarten aus Epphausen im Kreis Calw. Dort hatten die Kinder unter anderem eigenen Tee angebaut. Zudem wurde eine Stuttgarter Kita für die Umsetzung einer Tauschbörse ausgezeichnet. Tanz auf neuer Bahn. Das Stadion der SG Schorndorf im Rems-Murr-Kreis ist fertig renoviert und steht den Leichtathleten wieder zur Verfügung. Das feierte der Verein gestern mit verschiedenen Auftritten und natürlich auch einigen 100-Meter-Läufen. Während des vergangenen Winters war das Stadion saniert worden. Unter anderem wurde der Belag der Tatanbahn erneuert. Das Geschäftsfeld 3D-Druck ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Immer mehr Unternehmen setzen auf den Drucker, denn die Sachen, die da rauskommen, sind vom Gewicht her super leicht und somit perfekt für die Weiterverarbeitung. Vor allem in der Automobilindustrie. Im Innovationszentrum an der Hochschule Aalen wird ebenfalls am 3D-Druck und weiteren Projekten kräftig gearbeitet. Johannes Lutz an seinem Arbeitsplatz. Zusammen mit seiner Schwester Maria hat er vor kurzem ein Start-up-Unternehmen gegründet. Der 27-Jährige konzentriert sich hier am Innovationszentrum in Aalen ganz auf den 3D-Druck
Oder besser gesagt auf den Vertrieb der Drucker. Viele Unternehmen aus der Region benutzen seine Geräte schon. Schließlich druckt sein Drucker mit Kohlefaser, einer neuartigen Technik, die den gedruckten Gegenstand extrem stabil werden lässt. Das zahlt sich aus. Wir wurden im April 2016 gegründet und hatten ein sehr positives Jahr 2016 und laufen jetzt in etwa auf 3 Millionen Euro im Jahr 2017 zu. Also ich freue mich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, weil ich was tun kann, was mir Spaß macht. Das Innovationszentrum an der Hochschule Aalen gibt es jetzt schon seit 2 Jahren. Rund 30 Unternehmen wurden hier bereits gegründet, Tendenz steigend. Startups, die das Arbeiten am Webdesign vorantreiben oder Oldtimer verkaufen. Hier ist so ziemlich alles möglich. Andreas Erhardt, Geschäftsführer des InnoZ, schaut gespannt in die Zukunft. Nächstes Jahr werden die ersten Startups Flücke werden und aus dem Innovationszentrum ausziehen wollen. Und auch ein bisschen sollen, ja, weil wir verstehen uns als Durchlauferhitzer. Wir möchten aber nicht, dass dann die Startups nachher im Regen stehen, sondern es wird gerade an einem Anschlusskonzept gearbeitet, sodass also die Startups dann hier weitere Angebote bekommen hier für weiteres Wachstum. Hier gründen und mit dem Unternehmen in der Region bleiben. Das ist also das Ziel des Innovationszentrums. Johannes Lutz hat es mit seiner Idee zumindest geschafft und bewiesen, ein Unternehmen zu gründen ist eigentlich gar nicht so schwer und kann sich auszahlen. 2 Brände in 2 aufeinanderfolgenden Nächten im gleichen Haus. Die Vorfälle in der Biberacher Innenstadt haben für Schlagzeilen und so manche Spekulationen gesorgt. Jetzt ist die Brandursache bekannt. Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Die Ursache des Brandes in der Biberacher Hindenburgstraße vom 3. Juli ist offenbar geklärt. Die Polizei hat den Verdacht, dass der Mieter, der sich in der Nacht allein in der Wohnung aufgehalten hat, im Bett geraucht hat. Die glühende Zigarette soll das Feuer ausgelöst haben. Der 2. Brand in der folgenden Nacht wurde vermutlich durch kleine Glutnester verursacht, die sich in der Zwischendecke zum unteren Stockwerk gebildet hatten. Bei den 2 Bränden entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300.000 Euro. Kostenexplosion. Die Kosten für die Entsiegelung des Stadtovals in Aalen fallen weit höher aus als vorher gedacht. So rechnete die Stadt mit Kosten von rund 1 Million Euro. Doch liegen diese jetzt bei rund 3,8 Millionen Euro. Grund dafür ist das Beseitigen der Massen an Betonfundamenten und das Auffüllen der Gleisanlagen. Da es vom Land allerdings 2 Millionen Euro an Fördergeldern gibt, muss die Stadt lediglich 1,8 Millionen Euro bezahlen. Damit sind die Entsiegelungsarbeiten abgeschlossen und das 6,5 Hektar große Areal kann jetzt erschlossen werden. Ämtergang nicht möglich. Morgen haben alle städtischen Ämter des Rathauses geschlossen. Wie die Stadt jetzt mitteilt, werden auch die Bezirksämter der Teilorte nicht erreichbar sein. Grund dafür ist eine interne Veranstaltung. Außerdem haben alle städtischen Kitas, das Schülerhaus in Hofferweiler sowie die städtischen Jugendtreffs geschlossen. Auch die Stadtbibliothek mit ihren Zweigstellen sowie das Urweltmuseum bleiben zu. 2 Brüder aus Tettnang, die gemeinsam auf der Anklagebank sitzen. Gestern ist am Landgericht Ravensburg das Urteil im Messerstecherprozess gefallen. Wie das lautet und warum das Landgericht für verstärkte Sicherheitsmaßnahmen sorgen musste, berichtet Corinna Konzett. Die 2 Hauptangeklagten geben sich bei der Urteilsverkündung im Messerstecherprozess betont lässig. Und das, obwohl deutlich mehr Justizbeamte als sonst für die Sicherheit im Gerichtssaal sorgen. Der Grund? Dort begegnen sich 2 verfeindete Gruppen aus Tettnang. Die Brüder auf der Anklagebank werden wegen versuchten Totschlags verurteilt. Sie haben im September 2016 ihren Rivalen auf einem Parkplatz gegenüber der Häfler Feuerwache mit einem Messer attackiert. Mit 8,5 Jahren und 6 Jahren für die 2 Hauptangeklagten blieb das Landgericht Ravensburg deutlich unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die 2 Brüder, 23 und 27 Jahre alt, nahmen das Urteil regungslos zur Kenntnis. Eines stellte Richter Hutterer klar: Wenn das Opfer verstorben wäre, wären beide zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Neben den 2 Hauptangeklagten verurteilt Richter Hutterer einen weiteren Mann zu einer Bewährungsstrafe. Er hatte die Brüder zur Tat begleitet. Das Opfer und Mitglieder 2 Gruppen sitzen bei der Urteilsverkündung im Publikum. Immer wieder kommt es zu Wortgefechten und Pöbeleien. Die Anwälte der 2 Brüder hatten auf Freispruch plädiert und wollen sich nach der Urteilsverkündung nicht äußern. Das übernimmt der ältere der 2 Brüder. Er verlässt den Sitzungssaal mit den Worten: Es ist noch nicht zu Ende.
Das Amtsgericht Hechingen will den Insolvenzantrag des Küchenherstellers Alno genau unter die Lupe nehmen. Der Antrag auf Sanierung des Unternehmens in Eigenregie sei sehr umfangreich und müsse geprüft werden, sagte der zuständige Insolvenzrichter am Donnerstag auf Anfrage. Eine Entscheidung solle möglicherweise schon bis Freitag fallen. Nach jahrelangem Kampf gegen die finanzielle Misere hatte der börsennotierte Konzern mit Sitz in Pfullendorf die Notbremse gezogen und die Restrukturierung in Eigenregie beantragt. Der Unterschied zum klassischen Insolvenzverfahren besteht unter anderem darin, dass das strauchelnde Unternehmen das Ruder nicht an einen Insolvenzverwalter abgeben muss. Großprojekt beendet. Die Neuordnung der Verwaltung in Ravensburg ist abgeschlossen. Mit der Eröffnung des neuen Rathauses in der Seestraße hat die Stadt am Donnerstag den letzten und zugleich bedeutendsten Baustein für das Großprojekt gesetzt. Statt vormals 13 gibt es nur noch 3 Standorte für die Ravensburger Ämter. Insgesamt hat die Neuordnung der Verwaltungsstandorte rund 14,5 Millionen Euro gekostet, deutlich mehr als ursprünglich geplant. Straßen werden erneuert. Die Stadt Bad Waldsee investiert in diesem Jahr 250.000 Euro in ihre maroden Straßen und Gehwege. Im Rahmen des Straßenunterhaltungsprogramms stehen insgesamt 8 Projekte aus der Innenstadt und den Ortschaften auf dem Plan. In der Stadt selbst haben es 3 Maßnahmen auf die Projektliste geschafft. Unter anderem wird der Fußweg im Stadtgraben für rund 25.000 Euro in Angriff genommen. Die teuerste Straßenerneuerung mit rund 60.000 Euro wird dem Dreimühlenweg in Reutegeisbeuren zugutekommen. Der Ausschuss für Umwelt und Technik sprach sich einstimmig für das Vorhaben aus. Seniorenzentrum bleibt bestehen. Die Seniorenwohngemeinschaft in Friedingen bei Tuttlingen bleibt erhalten. Vor gut einem Jahr ist die betreibende Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn überraschend abgesprungen. Stadt und Mitarbeiter fürchteten, dass die Bewohner ausziehen müssen. Jetzt hat die Stadt mit Harry Fehrenczak vom Pflegedienst Friedingen einen neuen Betreiber gefunden und die Verträge unterschrieben. Alle Mitarbeiter und Bewohner können in der Krone bleiben. Kurze Pause, dann sind wir mit den Stuttgarter Kickers zurück. Die sind in die frische Schwarzwaldluft in Bayersbronn geflüchtet und bereiten sich dort auf den Saisonstart vor. Starten Sie mit Blickfang Bodensee ins Wochenende. Jeden Freitag um 20.30 Uhr stellen wir Ihnen die Highlights aus unserer Region vor. Wir zeigen Ihnen die besten Freizeittipps und die schönsten Ausflugsziele. Seien Sie dabei, immer freitags um 20.30 Uhr. Wir sehen uns! Herzlich willkommen zurück. In 15 Tagen startet die Regionalliga Südwest in eine neue Spielzeit. Die Stuttgarter Kickers wollen da nicht noch einmal in den Abstiegskampf geraten. Umso wichtiger ist eine konzentrierte und effektive Vorbereitung. Kein Feinstaub, sondern frische Schwarzwaldluft und angenehme 20 Grad. Zum Sport treiben, das perfekte Wetter. Die Stuttgarter Kickers sind mal wieder in Bayersbronn im Trainingslager, wie schon 2011 unter Dirk Schuster im Sommer vor der Aufstiegssaison. Vielleicht ein gutes Omen für die Kaczmarek-Jungs, die zweimal am Tag auf dem Trainingsplatz stehen. Ausdauernde Waldläufe wie zu Dirk Schusters Zeiten standen bisher allerdings noch nicht auf dem Programm. Also grundsätzlich trainieren wir auch mehr mit dem Ball, aber wir wissen schon, dass es hier ein paar gute Steigungen gibt und die werden wir auch noch in den nächsten Tagen nutzen. Die Spieler sind also gewarnt. Gewarnt wurde der gesamte Verein in der letzten Saison. Die Regionalliga ist knüppelhart. Eine Saison wie die letzte möchte man auf der Waldau nicht nochmal erleben. Deswegen erhofft sich der Coach vom Trainingslager einiges. Ja, zum einen wirklich das Thema Integration, dass man noch besser zusammenfindet, dass wir zu einer richtigen Einheit werden, weil das am Ende einer langen Saison sehr, sehr viele Punkte wert ist. Und zum anderen geht es einfach darum, dass wir mehr Zeit haben, um zu trainieren. Mehr Zeit, um über Einzelgespräche zu führen. Mehr Zeit, um uns auch taktisch zu entwickeln. Am Ende des Trainingslagers spielen die Kickers dann noch beim Kaiserstuhl-Cup gegen den Liga-Konkurrenten Kickers Offenbach und Oberligisten Balinger SC. Das erste Spiel in der Regionalliga ist dann das Heimspiel gegen Worms am 29. Juli.
Die Gemeinde Eidlingen im Landkreis Böblingen bezeichnet sich selbst als die Perle des Heckengäus. Und das Heckengäu ist laut Wikipedia eine ländlich geprägte Region, die sich unter anderem durch ihre hügelige Landschaft auszeichnet. Da liegt es doch nahe, in Eidlingen inmitten dieser hügeligen Landschaft ein ambitioniertes Mountainbike-Rennen zu veranstalten. 1200 Höhenmeter, eine maximale Steigung von 21%, verteilt auf insgesamt 58 Kilometern. Vor diesen Herausforderungen stehen am Wochenende die Teilnehmer des Heckengäu Bike Marathons, zumindest auf der Klassikstrecke. Da kann eine Trainingsfahrt im Vorfeld nicht schaden. Wer es etwas entspannter haben will, der sollte die 20 Kilometer lange Leitstrecke in Angriff nehmen. Die zweite Auflage des Rennens bietet also für jeden ambitionierten Mountainbike-Fahrer die richtige Strecke. Im Prinzip ja. Ich denke, gerade die 20 Kilometer ist für alle möglich. Und die längere, da sollte man dann schon regelmäßig mountainbiken, weil der Anstieg hier hoch aus Eidlingen aufs Vogelhärtle mit allein schon 100 Höhenmeter, der hat es in sich. Im letzten Jahr kam Mountainbike-Profi Matthias Frommer am besten auf der anspruchsvollen Strecke in Eidlingen zurecht. Mehr Informationen zum Heckengäu Bike Marathon gibt es unter der eingeblendeten Homepage. Ich hoffe, Sie konnten das wunderschöne Sommerwetter heute so richtig genießen. Ob es die nächsten Tage so bleibt, Anna Gröbel weiß mehr. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Unser Hochdruckgebiet Hanna, das wird schon wieder vertrieben. Da kommt ein kleines Tiefdruckgebiet, das lenkt feuchtere und ein bisschen kühlere Luft zu uns. Aber nach diesem Durchhänger geht es ab Sonntag deutlich bergauf. In der neuen Woche gibt es dann sogar eine neue Hitzewelle. Jetzt am Freitag sind die Temperaturen aber ziemlich gemäßigt. 18 bis 25 Grad, das sind die Höchstwerte. Es gibt viele Wolken, vormittags schon im Süden ein bisschen Regen oder erste Schauer. Nachmittags kann es aber auch im Norden mal schauern. Lokal sind dann am Nachmittag sogar Gewitter möglich. Am Samstag gibt es dann noch einige Wolken, aber es ist schon trocken bei maximal 23 Grad. Der Sonntag bringt schon deutlich mehr Sonnenschein und schon bis zu 28 Grad. In der neuen Woche geht es wieder über die 30 Grad Marke. Ganz stabil ist das Sommerwetter aber nicht. Lokal gibt es dann auch Wärmegewitter. Das waren die Wetteraussichten für die nächsten Tage. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende vom Journal BW angelangt. Ich wünsche Ihnen, liebe Zuschauer, jetzt noch einen schönen Abend und freue mich, wenn wir uns morgen wieder sehen. Machen Sie es gut!